Und das sind die Themen der heutigen Sendung. ECE Frühlingsfest mit vielen Besuchern in Kapfenberg. Blutspendeaktion im Rathaus von Bruck an der Mur und eine Zwischenbilanz von Bruck City Manager Alfred Pech. Das ECE Kapfenberg Frühlingsfest am Wochenende zum Palmsonntag hatte einiges an Unterhaltung, viele Angebote und wurde zu einem Fest für die ganze Familie. Musikalisch begleitet von der Gruppe Mundwerk. Herzlich willkommen im ECE beim Frühlingsfest. Hier erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu unserem Fest. Gutscheine, Informationen zu Angeboten und eine umweltfreundliche ECE-Tasche. Aber das war nicht alles, denn Frühling ohne Blumen gibt's nicht. So hat man professionelle Hilfe kommen lassen. Ich habe heute extra mein Apfellanddirndl angezogen, weil ich so glücklich bin, dass es uns gelungen ist, die Firma Höfler ins ECE Kapfenberg einzuladen, um bei unserem Frühlingsfest mitzuwirken. Die Firma Höfler ist seit Generationen eine Baumschule und seit Jahren zur schönsten steirischen Baumschule gewählt. Wir sind aus dem Apfeldorf Buch an der steirischen Apfelstraße und sehr viele Kunden aus diesem Bereich hier oben in der Obersteiermark kommen zu uns und deswegen haben wir uns auch da eingemietet, um einfach da unsere Sachen zu präsentieren und die Leute auch teilhaben zu lassen an unserer gärtnerischen Freude. Hauptsächlich haben wir Kräuter und Stauden mit, Wursterstauden, weil Kräuter kann jeder brauchen. Auch wenn er einen Balkon hat, sind Kräuter sehr gefragt. Und es ist auch, die Vielfalt ist einfach sehr interessant und sehr ansprechend sind die Kräuter eigentlich durch ihren Duft und nicht zu unterschätzen auch die Wirkung, die abschreckende Wirkung auf viele Plagegeister. Ich bin auch eine Kräuterliebhaberin und ich beschäftige mich sehr viel mit Kräutern. Ich beschäftige mich auch sehr viel mit Kräutern für Pflanzenschutz. Das ist auch ein sehr interessantes Gebiet. Auch über Gartengestaltung konnte man sich informieren. Hallo, ich bin die Melanie von der Gartengestaltung Höfler. Ich bin seit über fast 15 Jahren bei der Firma und das ist ein Traum dort. Bei der Gartengestaltung ist ganz wichtig, dass man einfach Kreativität mitbringt, wenn man das lernen möchte, weil man jeden Tag auf neue Herausforderungen kommt und es ist jeden Tag was anderes. Also es wird nie langweilig. Und der Genuss kam auch nicht zu kurz. Und man könnte fast meinen, im ECE ist noch lange Frühling. Daher, was soll's? Wir freuen uns auf Sie beim ECE Frühlingsfest. Blut, der Saft des Lebens. Vielen Menschen haben Blutkonserven schon das Leben gerettet. Und immer wieder gehen die Bürger der Stadt zu den diversen Blutspendeaktionen, um so ihren Beitrag zu leisten. Blutspenden heißt natürlich Opferbereitschaft, aber im Grunde genommen ist es ein guter Dienst an unsere Mitmenschen. Das stimmt, ja. Es ist wichtig, gerade jetzt in der Sommerszeit, wo die vielen Motorräder unterwegs sind, dass recht viele gesunde Menschen ab dem 18. Lebensjahr mit einem gültigen Lichtbildausweis zu uns spenden kommen. Jetzt ist die Frage, welche Blutgruppen sind eigentlich die häufigsten? Die häufigsten Blutgruppen sind A-positiv, Null-positiv und die seltenste ist AB-negativ. Ja. Es sind aber alle Menschen recht herzlich willkommen. Es wird jede Blutgruppe benötigt. Bei uns werden die Blutgruppen bestimmt. Und 6 bis 8 Wochen wissen dann die Menschen, was sie für eine Blutgruppe haben. Ja. Und danach können sie jederzeit immer wieder Blut spenden. Es hat einmal eine Zeit gegeben, viele Jahre zurück, da wurde über Radio wurden Blutspender aufgefordert mit der Blutgruppe so und so und so.
Da hatte man diese Reserven noch nicht. Hat man jetzt genügend? Es wird immer wieder gebraucht, vor allem in der Wintersaison war es knapp, wo man von anderen Bundesländern auch die Blutkonserven zuführen hat müssen. Und deswegen rufen wir immer wieder über die Medien, auch über WhatsApp jetzt auch die Menschen auf zu spenden. Es gibt da sicher ein Netzwerk, wo man von überall her Blutplasma haben kann. Das ist vor allem die Blutbank, die hat eine Statistik, welche Blutgruppe jetzt ausgeht und von der, das wird immer aktualisiert und von dieser Statistik aus wissen wir, was wird dringend benötigt und was nicht. Die Kommunalpolitiker von Bruck haben auf das richtige Pferd gesetzt, als sie einen professionellen Standortmanager in die obersteirische Bezirksstadt geholt haben. Und siehe da, es tut sich etwas in der Wohlfühlstadt. Immer mehr private Investoren beleben die Wirtschaftsstadt und man folgt dem Trend der wieder wachsenden Wirtschaft. Steigendes Wirtschaftswachstum bedeutet aber auch für den Bürger noch bessere Lebensqualität. Die Wirtschaft wächst wieder. Und die Stadt Bruck ist dem Trend gefolgt. Privatinitiative, Privatinvestoren ist dem Manager, dem Standortmanager gelungen, Bruck zu beleben. Also es freut uns sehr, dass dieses neue Konzept Standortmarketing Bruck an der Mur so gut angenommen wird. Wir haben ja sehr viele Investoren hier. Man sieht sehr viele Kräne, sehr viele Baustellen. Wir sind hier in einem neuen Laden der Firma Kala, ein Flagship-Store, der 30. in Österreich, der mit Möbel und Second-Hand-Waren hier sehr schön präsentiert ist. Wir eröffnen an der Harfe das neue Fachmarktzentrum direkt am Tor zur Altstadt. Wir haben hier in der Rosecker Straße soeben wieder einen neuen Investor. Es wird das Rosecker Haus 22 neu saniert und es besteht sehr viel Interesse an neuen Geschäftsflächen, Büros und wir haben auch neue Themen am Papier, wie zum Beispiel, dass wir die Kreativwirtschaft bündeln oder auch ein Handwerkernetzwerk kreieren. Also es ist eine sehr positive Stimmung hier in Bruck an der Mur und das passt zu dieser schönen Stadt. Was kann der Herr Pech, was manche vor ihm nicht konnten? Ich glaube, meine Stärke ist es, dass ich kommunikativ bin und mich um etwas kümmern kann. Ich telefoniere viel, ich spreche viel mit allen wichtigen Personen und ich habe ein großes Netzwerk, das ich versuche zusammenzuführen, nach dem Motto, einer alleine addiert, im Team wird multipliziert. Naja, man kann ja sagen, wenn die Wirtschaft wächst, dann wächst auch das Wohlbefinden der Bürger, die Lebensqualität. Ja, es ist eine ganz große Aufbruchsstimmung in den Gesprächen, jetzt in den schönen Gastgärten, wenn wir sitzen. Die Menschen kommen gerne in die Altstadt, sie spüren, dass eine Aufbruchsstimmung ist. Die Wirtschaft wird aktiv, wir haben jetzt eine schöne Osterdekorationsaktion, wir werden Portalvasen und andere Aktivitäten auch gemeinsam mit den Wirtschaftsbetrieben der Altstadt heuer noch durchführen. Thema Weihnachten steht natürlich schon auf unserem Arbeitspapier und hier haben wir noch einige Versprechungen einzulösen. Ja. Dann kann man nur sagen, toi 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 und Dank der Bürger an Sie, dass Sie aus Bruck wieder mehr gemacht haben. Danke vielmals, aber ich glaube, wenn wir nicht so eine gute Stadtpolitik hätten, die auch hinter uns steht, wir sind ja die Ausführenden. Der oberste City-Manager, Standortmanager einer Stadt ist ja der Bürgermeister und wir haben hier sehr gute Unterstützung, einen gestärkten Rücken und das ist für unsere Arbeit sehr, sehr wichtig. Heute war es wechselhaft mit etwas Regen und Werten um die plus 14 Grad. Morgen gibt der Frühling wieder ein Zwischengastspiel und treibt die Werte bei Sonne auf maximal plus 20 Grad.